Das Wort hat nun Barbara Höll für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Chaos bei der Bundesregierung, Chaos bei der Finanzmarktregulierung. Aber Ihre Gratwanderung ist schon erstaunlich. Der Gesetzentwurf geht zwar in die richtige Richtung, aber vollkommen sieht wahrlich anders aus. Wir werden uns enthalten, da wir grundlegende Nachbesserungen für nötig halten. Wo liegt das Problem? Ich sage Ihnen, der Euro hatte von Anfang an einen Konstruktionsfehler. Griechenland, Spanien und Portugal wirft man heute vor, über ihre Verhältnisse zu leben. Dabei wird eines allzu gern übersehen. Und Sie erinnern sich vielleicht noch, ich zitiere mich ausnahmsweise mal selbst, am 23. April 1998 sagte ich, entscheidender als die Erfüllung der Konvergenzkriterien ist für uns, damals als PDS, die Frage, ob die Grundlagen einer gemeinsamen Währung tatsächlich gegeben sind. Die Grundlagen müssen in der Angleichung der realwirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Mitglieder einer Währungsunion bestehen. Wir wissen doch alle, was damals galt, gilt heute noch. Nach wie vor existieren wesentliche Produktivitätsunterschiede zwischen einzelnen europäischen Staaten. Und das heißt eben, ohne eine abgestimmte Wirtschaftspolitik kann eine Währungsunion keinen langfristigen Erfolg haben. Sie haben damals nicht auf uns gehört und heute haben wir den Salat. Ich sage Ihnen, diese Krise ist keine kurzfristige Finanzkrise, sondern das Ergebnis Ihrer damaligen kurzsichtigen Politik. Der Konstruktionsfehler des Euro schlägt hier mit voller Wucht zurück. Und nun zu Ihrem Gesetzentwurf. Sie haben seinerzeit gierigen Bankern Tür und Tor geöffnet. Die haben mit sogenannten innovativen Finanzprodukten freihändig jongliert. Und nun kommen Sie und wollen so ein bisschen halbherzig regulieren. Ja, einige Produkte können durchaus ihren Sinn haben. Aber auf der Anhörung ist ganz klar geworden, mit allen kann massiv spekuliert werden. Nehmen wir die CDS. Diese waren für den Zusammenbruch des Versicherers AIG verantwortlich. Und was verbirgt sich hinter den drei mysteriösen Buchstaben? Ziemlich einfach. Es wäre so, als ob ich eine Lebensversicherung auf jemand anderen abschließe, in der ich begünstigt bin, wenn ich die Person dann in den Herzinfarkt treibe. Ja, mit anderen Worten, CDS ist ein Kreditderivat zum Handel mit Ausfallrisiken von Anleihen oder Krediten. Das Kreditrisiko wird vom eigentlichen Kredit getrennt und gehandelt. Das Prinzip, ein Versicherungsnehmer bezahlt eine Gebühr und erhält dafür vom Versicherungsgeber eine Ausgleichszahlung, falls ein vereinbartes Kreditereignis eintritt. Und hierbei ist es völlig egal, ob jemand abzusichernde Positionen besitzt, zum Beispiel Staatsanleihen. Das muss man sich mal richtig vorstellen. Das ist ein innovatives Finanzprodukt. Das ist doch absurd, dass man Geld mit Sachen verdienen kann, die nur auf dem Papier stehen. Das ist ein Skandal. Und weder die EZB noch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich haben überhaupt noch einen Durchblick, was da in welchem Umfang abläuft. Für die Jahre 2007 und 2008 wurde der Markt für Finanzderivate auf 600 Billionen US-Dollar geschätzt. Einen genauen Überblick haben lediglich Banken wie Goldman Sachs oder die Deutsche Bank. Ich finde, das kann einfach nicht wahr sein. Und der Vertreter der Bundesbank sagte dann hier in der Anhörung, es muss erst mal Transparenz geschaffen werden. Ja, wer soll das denn schaffen, wenn nicht die Bundesbank, wo ja wohl viele auch hochbezahlte Experten sitzen? Für das Volumen von ausstehenden CDS gibt es da etwas genauere Werte. Nach der ESDE-Berechnung betrug es 2007 etwa 62 Billionen US-Dollar und war damit größer als das Weltbruttoinlandsprodukt. Dies betrug damals 54 Billionen Dollar. Also das heißt, das CDS-Volumen stieg von 2003 bis 2007
um über 2000%. Hier wird doch eindeutig auf Teufel komm raus spekuliert und sichtbar schon seit Jahren, wenn Sie sich hier loben für Ihre Schnelligkeit. Und wer zahlt die Zeche? Nicht Spekulanten und Banker, nein, wir alle. Und mit Ihrem Gesetz wollen Sie nun die Spekulation begrenzen. Sie wollen erstens ungedeckte Leerverkäufe von Aktien und Schuldtiteln von Staaten der Eurozone, die an einer inländischen Börse zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind, verbieten. Zweitens auch ein Verbot von ungedeckten CDS auf Verbindlichkeiten von EU-Mitgliedstaaten, bei denen kein eigener Absicherungszweck besteht, ist geplant. Das heißt im Klartext, Spekulationen auf die eigene Währung lehnen wir ab, aber spekulative Angriffe auf andere Währungen sind uns egal. Warum sind wir denn hier nicht einfach mal konsequent? Aber diese Halbherzigkeit sind wir ja von Ihnen gewöhnt. Meine Damen und Herren, Fakt ist, dass wir mit einer einfachen Bankenregulierung nicht viel erreichen werden. Wenn man das Problem wirklich angehen will, dann muss man endlich ernsthaft regulieren. Das heißt, Transparenz muss her. Zweitens, alle Finanzinstrumente müssen sich vor ihrer Zulassung einer vorherigen Prüfung unterziehen. Das könnte ein sogenannter Finanz-TÜV erledigen. Denn es ist doch wohl vollkommen unverständlich, wenn man sich in der EU Gedanken macht über die Krümmung von Salatgurken und Finanzprodukte hingegen unbekümmert durch die Welt wandern, obwohl diese eben die Stabilität der Finanzsysteme massiv gefährden. Und wenn wir die Macht der Spekulanten tatsächlich endlich brechen wollen, dann brauchen wir eine Finanztransaktionssteuer. Am besten natürlich weltweit, aber es geht auch EU-weit und es geht auch mit einer nationalen Einführung. Und der Nutzen liegt auf der Hand. Mit der Steuer würde man eben alle Finanztransaktionen erfassen, besonders Transaktionen, die teils automatisiert zigmal die Minute und Stunde durchgeführt werden. Und um genau diese geht es hier und nicht um kleine Sparer. Und was bringt das? Selbst wenn die Banker sich immer neue Finanzprodukte ausdenken werden, und das werden sie tun, wir würden nur hinterherrennen. Mit dieser Steuer erfassen wir sie an der Wurzel, denn diese Steuer können sie nicht umgehen. Und damit werden Spekulationen unattraktiv gemacht. Und dann lassen Sie mich noch eins sagen. Wir haben den G20-Gipfel gehabt. Es wurden 860 Millionen für nichts und wieder nichts verbraten. Herausgekommen ist gar nichts. Wir haben weder die Finanztransaktionssteuer noch eine Bankenabgabe. Wir haben keinen Abbau der wirtschaftlichen Ungleichgewichte. Stattdessen hat Frau Merkel auf einen harten Sparkurs gepocht, zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger, aber eben nicht zu Lasten der Banken und Spekulanten. Wir brauchen doch das Geld. Wir brauchen Geld und eine Stärkung der Binnennachfrage. Hier muss jetzt etwas getan werden. Und Sie könnten endlich die richtigen Schritte tun durch eine konsequente Regulierung, die Finanztransaktionssteuer und eine gerechte Steuerpolitik, die bei den tatsächlich Vermögenden ansetzt, zum Beispiel mit einer Vermögensbesteuerung. Aber dazu sind Sie bisher leider zu feige. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Deshalb können wir Ihrem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Ich danke Ihnen.